Wolfgang ist zurück bei der Fitness- und Physio-Family Koblenz. Und nachdem er beim letzten Mal einer ausführlichen Anamnese unterzogen wurde, geht's heute ans Eingemachte. Physio-Family-Inhaberin Elisa Kroth hat sich schon die nächsten Schritte für Wolfgang überlegt. Nachdem ich mich so intensiv mit Wolfgang ausgetauscht habe über seine Probleme und seine Ziele, hatte ich mir überlegt, wen ich vielleicht noch ins Boot nehmen kann. Wir haben ein richtig großes Netzwerk und da ist mir doch direkt die Barmer eingefallen. Und zwar arbeitet die mit dem sogenannten Bodyscan und somit haben wir die perfekte Chance, ein Vorher und ein Nachher wahrzunehmen und zu vergleichen. Einfach gesagt, Wolfgangs körperlicher Zustand soll in verständliche Werte übersetzt werden. Hier kommt nun Leonie Henn ins Spiel. Hallo. Hi. Hallo. Hi, ich bin die Leonie. Wolfgang. Wir machen heute hier einen Bodycheck, auch BIA-Messung genannt, also bioelektrische Impedanzmessung. Das erkläre ich nochmal im Detail. Genau, wir gehen hier rüber. Du darfst einmal hier auf die Platten steigen. Jetzt wird erstmal das Körpergewicht gemessen und gebe jetzt das Alter von dir ein. Wie alt bist du? 67. Alles klar. So, und deine Körpergröße? 1,76. Jetzt darfst du einmal die Griffe in die Hand nehmen und dann einfach locker am Körper hängen lassen. Genau, einfach halten, genau. Und jetzt wird mit ganz geringem Strom, das ist eine fundierte Körperanalyse, die beispielsweise Körperfett und Körpermuskelmasse ins Verhältnis setzt. Es wird aber unter anderem auch Körperwasser, der viszerale Fettwert und auch der BMI gemessen, sodass man quasi eine komplette Körperanalyse hat, um dort auch das Training zu starten. Und dann schauen wir uns die einzelnen Werte mal zusammen an. Mhm. Also, wir haben hier einen Körperfettanteil von 30,7%. In Kilo sind das 28,4 Kilo. Wichtiger Wert, das ist das Körperwasser. Also du darfst hier mehr trinken und damit kannst du jetzt starten. Die Werte waren sehr interessant für mich. Ich habe da lange drüber nachgedacht, vorher auch schon. Man interessiert sich natürlich für Fettwerte oder Muskelwerte. Und die ging jetzt in die Richtung, wo ich schon so eine Ahnung hatte, Richtung Bauch natürlich. Und auch Körperfettverteilung. Okay, Wasser wusste ich jetzt nicht so, aber es ist auch sehr interessant. Da ist noch einiges zu tun, sage ich mal so. Also gerade was die Muskelmasse angeht, Körperfettanteil, sobald ja auch die Muskelmasse steigt. Ich sag mal, die Werte können sehr schön oder arbeiten sehr schön miteinander. Alles im grünen Bereich also. Aber noch genügend Luft nach oben für Wolfgang, um in den nächsten Wochen auf seine gesundheitlichen Ziele hinzuarbeiten. Die bioelektrische Impedanzanalyse ist abgeschlossen und hat wichtige Werte geliefert. Eine andere Baustelle ist aber nach wie vor Wolfgangs Knie. Und deshalb trifft er sich jetzt mit Fitnessstudioleiter Chris. Denn von ihm bekommt er heute ein ganz besonders effektives Training gezeigt. Wir starten heute mit dem Galileo-Training. Das ist ja sehr wichtig für dein Knie. Wir wollen deine Stabilität verbessern, die Tiefenmuskulatur verbessern. Und dafür ist die Galileo-Platte genau das Richtige. Mhm. Schuhe hast du schon ausgezogen, sehr gut. Das heißt, du kannst dich einmal auf die Platte davor stellen. Wir starten mit einem Ausfallschritt. Das heißt, okay. Der rechte Fuß mal zuerst nach vorne. Genau. Der linke Fuß etwas weiter nach hinten. Auf genau. Die Hand. So. Genau. Und dann nach vorne die Knie beugen, das hintere Knie auch beugen. Der hintere Fuß bleibt stehen. Belastung im vorderen Fuß. Oberkörper gerade halten. Genau, und wieder zurück. Schön langsam das Ganze, immer so 2 Sekunden nach vorne, 2 Sekunden wieder zurück. Die Galileo-Platte orientiert sich an dem menschlichen Gang, das heißt, man kann verschiedene Frequenzen einstellen, je nach Leistungsstand. Und der Vorteil auf der Galileo-Platte ist eben, dass man nochmal Übungen, die man im Normalfall macht, sprechen ungefähr 10-20% der Muskelfasern an. Auf der Galileo-Platte kommen wir auf bis zu 90% der Muskelfasern, die bei jeder Übung angesprochen werden. Und das bedeutet, der Effekt wirkt in die Tiefe der Muskulatur und sorgt für eine bessere Stabilität und Koordination. Für Wolfgangs Knie sind das gute Nachrichten, denn um dessen Zustand zu verbessern, ist das gezielte Ansprechen der Tiefenmuskulatur wichtig. Doch klar ist auch, das braucht Zeit. So 6-8 Wochen Training wären da schon angemessen, dass man da eine Verbesserung erzielt. Das heißt, dass eine größere Beuge, eine größere Streckung passieren kann, weil er sich eben auch unsicher fühlt bei der Ausführung der Übung. Es war am Anfang wirklich super ungewohnt, aber weil wir haben ein bisschen mit der Frequenz gearbeitet, also mit dem, quasi mit diesem Effekt. Und das hat dem Knie auf jeden Fall schon mal gut getan oder beziehungsweise auch meiner Beinmuskulatur, das habe ich schon gemerkt. Gut, dann legen wir wieder los. Der andere Fuß, Knie nach vorne beugen, Knie hinten beugen.
Das Galileo-Training zeigt Wirkung und sollte also für einige Wochen fortgeführt werden. Wolfgangs Neujahrs-Challenge jedenfalls ist in vollem Gange. Und bald schon wird's richtig anstrengend. Wie es weitergeht, sehen Sie Mittwoch in 2 Wochen. Nur auf TV Mittelrhein und Westerwald-Wied TV. Nicht verpassen!